Hi family, this is Sarah from Israel. I just Hallo, liebe Familie, hier ist Sarah aus Israel. Ich möchte euch etwas mitteilen, was in dieser Zeit der Weihe, der Vorbereitung auf meinem Herzen ist, wo wir zwischen Fasten und Feiern, was mit Gottes Kalender und Timing ist für die Erde in dieser Stunde. Und als ich letztens gebetet habe, hatte ich dieses Bild von einem Gefäß, einem Krug. Und der Herr zu mir gesagt, es ist egal, wie rein oder wie sauber das Wasser ist, was in das Gefäß hineingeht. Wenn das Gefäß nicht sauber ist, dann wird es das verschwenden. Und der Herr fordert uns heraus, dass wir uns reinigen, dass er uns vorbereiten kann, jeden Ort unseres Herzens, jedes Teil unseres Herzens, sodass wir vorbereitet sind, dass wir das frische Wasser, was er ausgießen will in uns, sodass wir als Gefäße bereit sind, dass wir das, was er gibt, nicht verschmutzen werden, dass wir nicht unseren eigenen Geschmack hinzufügen oder es präsentieren in einer unwürdigen Art und Weise. So, sondern dass es geweihte, heilige Gefäße sind, die in die Welt um uns herum ausgegossen werden. Und ich denke, es sind nicht nur unsere Ohren, die hingegeben sein müssen zu unseren Ohren, sondern auch unsere Wörter, unsere Augen, unsere Entscheidungen, unsere Beziehungen, unsere Prioritäten, unsere Familien. Jeder Teil von uns, der ein Heim ist für den Herrn, der dem Herrn ein Zuhause baut, das ihn willkommen heißt, wo in dem er wohnen kann, in jedem Bereich unseres Lebens, sodass wir diese Gefäße sind, die hingegeben sind zu ihm.